Hallo und herzlich willkommen zum Butztalk hier in Köln-Butzweiler Hof. Wir stellen euch spannende Stadtgestalter vor, die das ehemalige Flughafenareal in Köln-Ossendorf in ein lebendiges Quartier verwandeln. Mein Name ist Miriam Beul und ich stelle euch die Immobilienpioniere und ihre Projekte vor. Meine Gäste sind heute Frau Dr. Petra Stratmann und Jan Hülsmann, beide Direktoren von der Cologne International School. Ein Baustellentalk mit zwei Schuldirektoren, das ist ja schon etwas Ungewöhnliches, aber aus gutem Grund. Ihr seid ja im Augenblick an einem anderen Standort. Hier entsteht euer neuer Schulcampus. Ja, was wird denn diese neue Location für euch an Verbesserungen bringen? Wir sind im Moment in einer Bestandsimmobilie in Köln-Widdersdorf und wir sehen einfach, dass wir sowohl von den Schülerzahlen als auch von unserem Konzept aus diesem Standort rausgewachsen sind. Wir freuen uns jetzt einfach, dass wir hier mit diesem Standort näher an der Innenstadt sind, besser verkehrstechnisch angebunden sind mit der A57, mit der Straßenbahnlinie 5. Und das bietet sowohl für unsere Lehrer, für unsere Eltern, für unsere Schüler einfach auch eine Zeitersparnis, hier an den Campus zu kommen. Das sind natürlich wirkliche Lagevorteile. Jetzt mal umgekehrt gefragt, Jan, was haben denn die vielen verschiedenen Nachbarn, die sich hier schon angesiedelt haben, von euch als Schule? Naja, wir sind ja schon an unserem jetzigen Standort Teil des Quartiers. Schule ist immer ein Bestandteil eines Lebensraums und wir versuchen auch den Austausch zu finden mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, indem wir sie in Sportangebote mit involvieren, auch in Kulturveranstaltungen, auch Kinder aus der Nachbarschaft, die an unseren Ferienprogrammen teilnehmen. Und wir können sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wenn es dafür besondere Anlässe gibt. Nun seid ihr ja eine internationale Schule. Was zeichnet denn euer Konzept aus? Wir sind überzeugt davon, dass ein internationaler Wirtschaftsstandort auch eine internationale Schule braucht, an der englischsprachige, bilinguale Bildung angeboten wird. Und wir ermöglichen Kindern von internationalen und international denkenden Familien einen weltweit durchgängigen Bildungsweg einzuschlagen und diesen dann entweder in deutscher oder in englischer Sprache mit einem Examen auch abzuschließen. Wir sitzen ja hier im Internatsaufenthaltsraum. Das heißt, wir werden auch bis zu 20 Jugendliche haben, die ohne ihre Familien hier hinkommen, um diesen Abschluss zu machen. Und wir freuen uns, dass wir damit halt auch Bestandteil des Butzweiler Hof werden, wo ja auch viele international tätige Unternehmen ansässig sind. Ja, Petra, ist das denn so, dass ein so innovatives Schulkonzept auch ein besonderes Gebäude braucht? Unser Konzept orientiert sich immer an den Schülerinnen und Schülern. Und natürlich spiegelt sich das dann auch wieder in unserem Gebäude. Unser Motto lautet Live Life, Love Learning. Und genau diese Liebe zum Lernen, diesen Samen wollen wir in unseren Schülern säen für dieses lebenslange Lernen und die Freude am Lernen. Und natürlich spiegelt sich das auch in unseren Lernlandschaften wieder, in unseren offenen Lernlandschaften, in der Möglichkeit, dass wir im Schulhof lernen können, weil wir ein offenes Klassenzimmer im Schulhof haben. Und mit unserem Projekt hier möchten wir einfach auch ein Zeichen setzen für die gesamte Bildungslandschaft in Deutschland. Der Schulbau gilt ja in Deutschland als kommunale Aufgabe. Gleichzeitig haben wir so viele Schulimmobilien, die wahrlich keine Vorzeigeobjekte sind. Was können denn Private dabei besser machen? Neue Wege nicht nur denken, sondern auch bis zum Ende gehen. Deshalb haben wir uns ganz bewusst mit der Firma Vollack zusammengetan, die ja nun kein klassischer Schulbauer sind, aber eine sehr nutzerorientierte Vorgehensweise haben bei der Planung, bei der Erstellung und dann nachher auch bei der Finalisierung des ganzen Projektes. Vielleicht darf ich hier noch ergänzen. Wir haben uns auf die Funktionalität fokussiert und damit Schritt für Schritt die Ausgestaltung des neuen Campus entwickelt. Und dabei haben wir gemeinsam mit der Firma Vollack sowohl die Lehrer als auch die Schüler als auch die Eltern in die Ausgestaltung des neuen Campus mit einbezogen. Wir sitzen ja hier im Rohbau, wir sind kurz vor den Osterferien. Natürlich stellt sich die Frage, wann denn die Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die Lehrer diese neuen Gebäude in Beschlag nehmen können. In den Herbstferien wird es soweit sein, dass wir umziehen und wir freuen uns schon unglaublich auch auf unsere Eröffnungsfeier. Wir sind ja jetzt hier in unserer integrierten Aula und Mensa und hier wird auch die Eröffnungsfeier stattfinden und darauf freuen wir uns unglaublich. Man sagt ja, Köln ist ein Gefühl. Was ist denn der Butz für ein Gefühl für euch? Für mich ist das die Freiheit, Dinge selbst gestalten zu können. Gemeinsam können wir Großartiges schaffen. Vielen Dank, liebe Petra und lieber Jan, für den Tag bei euch im Rohbau eurer neuen Schule. Ich hoffe, die Schule eröffnet dann im Herbst ganz pünktlich. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Ja, ihr habt's gehört, der Butz hebt ab.
in ein lebendiges Quartier versammeln. Wieso sag ich versammeln? In ein lebendiges Quartier verwandeln. Immer noch nicht richtig. In ein spannendes Quartier verwandeln. In ein lebendiges Quartier. Ein lebendiges Quartier verwandeln. War's das? Ja, war's das?